Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Final Fantasy VII. In der letzten Folge haben wir die Mission für Jesse abgeschlossen und kurz darauf sind auch schon diese Schattenwesen erschienen, haben uns ein bisschen Stress gemacht, die haben wir dann übelst mal fertig gemacht, die haben wir richtig weggeklatscht. Hey, Kumpel, und nun sind wir hier. Hier für dich. Kriegt derjenige, der beim Dartspielen einen neuen Highscore aufgestellt hat. Nimm schon. Oh. Wenn die Mission vorbei ist, sollten wir alle mal eine Runde Dart spielen. Oh, es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt. Und damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja gut, das ist eher so just for fun. Ja, ich frag dich gleich, Jesse, was abgeht. Aber erstmal möchte ich gerne gucken, was ich da Schönes bekommen habe. So, Glücksboost. Alles klar. Ich verstehe nicht. Was haben wir? Feuer, Eis, Blitz. Ja, gut. Analyse. Ach, guck mal, das levelt sich ab. Levelt sich auf. cool. Also, das ist nice. Okay, gut. Nehmen wir mal. Ich will nichts davon wegnehmen, aber ich muss. Weil ich nicht weiß, was Glück bedeutet. Oh, Barrett ist jetzt auch mit dem Team. Mein Gott, bist du schwach, Barrett. Kann ich hier irgendwas anbieten? Ja, hier, Kraftreif, bitteschön. Der Gegenstand ist gerade von Cloud angelegt. Ach so, na klar, da steht ein C und da ein T. Okay, ich verstehe. Du hast leider nichts zum Anziehen, es tut mir leid. Der muss jetzt leben. Ich könnte die Materie einsetzen, die Ifrit. Aber wozu? Ja, Glück. Ich weiß nicht, was Glück bringen soll. Huch. Achso. Die Handschuhe haben WP. Alles klar. Achso, das ist klar. Ist eine Waffe. ich weiß nicht, was ich machen soll, Leute. Soll ich jetzt eins davon wegnehmen? Aber ich brauche die drei. No. Okay, weißt du was? Wir geben einfach tiefer das Glück, ne? Ich meine, wir können sie ja genauso gut einsetzen wie Cloud. Also von daher passt schon. So, Glück. Was auch immer Glück ist. Kritische Treffer, ich weiß es nicht. Hey Kumpel, pass auf dich auf. Ja, mache ich immer. Und Jesse, wie geht's dir? Willst du Sauerkraut? Jetzt verpasse ich schon wieder einen wichtigen Auftritt. Vielleicht ist das ja meinem Lampenfieber zuzuschreiben. Gebt immer ein nächstes Mal. Ach, versuchst du etwa, mich zu trösten? Danke, Cloud. Ja, Jesse ist verhindert und den nächsten Auftrag, den machen wir mal wieder mit. Weil wir ja sonst keinen anderen haben. Ne, den. Wollen wir mal, ne? So, Jungs. Bist du klar? Wo geht's hin? Puh, auf in den Kampf. Komm schon tiefer. Atme mal tief durch. Wie? Du wirkst angespannt. Hast recht. Okay, gehen wir. Die Ausrüstung von Gruppenmitgliedern. Erster Satz voller Marsch. Die Ausrüstung von Gruppenmitgliedern, die einmal deiner Gruppe angehört haben, lässt sich auch in ihrer Abwesenheit anpassen. So kannst du bei Bedarf benötigte Materia oder Accessoires austauschen. Ich kapiere, ich verstehe. Das heißt, wir werden immer eine verschiedene Gruppe haben. Es wird wahrscheinlich nicht wie im alten Spiel sein, dass man sich quasi aussucht, wie man nimmt. So. Ja, wir haben ein Ziel. Und dann laufen wir jetzt mal kurz hin. Und dann machen wir da ein bisschen Peng Peng Bum Bum und dann ist gut. Jetzt doch nur so einfach mehr. Ich habe übrigens schon wieder vergessen, wie man kämpft. Ist immer wieder toll. Aber nein, ich komme da schnell rein. Mittlerweile bin ich ja recht geübt, darin verzweifelt auf Knöpfe zu drücken. Ja, was machst du denn hier? Hallo Cloud, deine Fähigkeiten sind wirklich bemerkenswert. Cloud, ich würde mich sehr freuen, wenn du mich auch weiterhin unterstützt. Alles klar, der taucht da auf, wo wir sind. Analyse, ja.
Ich werde gerne zwei Analysen brauchen. War schön ich mit dir. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen Kampfberichten. Ja, ja, ja. Du siehst auffällig aus. Wer bist du? Mein Johnny sagte nur, kommt mich nicht suchen und ist einfach so aufgebrochen. Aber er hat so viele Sachen vergessen. Die muss ich ihm unbedingt nachbringen. Ja, was denn für Sachen? Mein Johnny kann ohne sein Schnuffeltuch doch nicht schlafen. Und seine Lieblingszahnbürste hat er auch vergessen. Bestimmt merkt er das erst in der Ferne und bekommt dann Heimweh. Das Schnuffeltuch. Da seid ihr ja. Sobald wir im Zug sind, beginnt der Einsatz. Bist du für alles bereit? Ja. Übrigens, wenn die ab und zu mal schlagen hört, das ist Shiva. Die liegt auf meinem Schoß und wedelt mit dem Schwanz. Bix, er hat bestimmt schon angefangen. Wir müssen die Zeit wieder aufholen. Und verschieben geht nicht? Weißt du, wie viele bei der Aktion involviert sind? Die lässt sich nicht einfach so verschieben. Und die Bürger haben wir auch schon gewarnt. Im Kampf gegen Shinra zählt jeder Tag. Ist alles deren Schuld. Wir ziehen das durch. Ich weiß nicht, den Typ mit dem Waffenarm, den würde ich nicht einfach so in den Zug lassen. Was meint ihr? Oh, verschworene Bande. Hör auf mit dem Schwanz zu wedeln. Ich will ihn aufnehmen. So, der ist jetzt unter der Decke. Zum Schutz von Marco Reaktor 5 kommt es momentan zu erheblichen Fahrplanstörungen. Den Bahnhof von Sektor 4 erreichen wir deshalb mit einiger Verspätung. Unser Ziel ist Reaktor 5. Vom Bahnhof aus schleichen wir uns durchs Wohngebiet. Dann dringen wir in das Gebäude ein und gehen vor wie beim letzten Mal. Wir suchen den Reaktorkern. Genau. Und jagen den Laden in die Luft. Jesse und Wedge fehlen zwar, aber wir packen das schon. Okay. Klar. Der Zug ist wie leergefegt. Unsere Warnung hat ihre Runden wohl etwas zu früh gemacht. Als Gruppe fallen wir auf. Ihr bleibt hier. Ja, da wären wir wieder im Zug. Abfahrt in Richtung Sektor 4. Vielleicht sollten wir uns wie dieses Pärchen verhalten. Ich meine, abgesehen davon, dass er die Beine überschlägt und sie nicht. Und sie quasi voneinander wegsitzen. Weil er dreht sich nach rechts, sie nach links. Hm. Außerdem finde ich sein Top ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ein Hoodie ohne Ärmel. Oh mein Gott. Der sieht aus, als würde er gerade von der Arbeit kommen. Und vielleicht ein bisschen zu viel gesoffen haben. Kann ich nicht zurückgehen? Doch, kann ich. Der ist einfach nur ein Gangster. Und jetzt einfach nur tiefer. Cloud. Wir passieren in Kürze einen ID-Kontrollpunkt. Das ist der erste. Warum so besorgt? Irgendwas lässt mir keine Ruhe. Ich weiß auch nicht warum. Das wird schon. Hallo? Kannst du im anderen Abteil vielleicht mal nach Barrett sehen? Ich mache mir ein bisschen Sorgen um ihn. Wieso das?
Barrett ist vor solchen Einsätzen immer ziemlich angespannt und geht den anderen Fahrgästen vermutlich ordentlich auf den Geist. Lass ihn einfach. Ach bitte, Cloud. Tu mir den Gefallen, ja? Ach, bin gleich wieder zurück. Danke. Na ja, gut, schauen wir mal an den Großen. Wieso? Ist doch ganz entspannt hier. Mit seinem Waffenarm. Sagen Sie, ist das zum Selbstschutz gedacht? Sollte man alle festnehmen, die von Avalanche? Seit der Ankündigung herrscht in allen Abteilungen Chaos. Die Leute haben Riesenangst. Aber ich... Nein, wir werden weiterkämpfen. Die Reaktoren stehen niemals still. So, so. Was ist? Sehen Sie das anders? Ob ich das anders sehe? Worauf du ein... Tun wir nicht. Feige Sau. Willst du, dass wir auffliegen? Oh, ich vermisse es. Ich glaube mir das mal, ja? Dann können wir gleich quatschen. Was haben wir denn hier? Gewöhnlich Materia? Heilen! Ich wüsste nicht, was wir zu bereden hätten. In den Büros in Sektor 4 ist das Chaos besonders groß. Ja, dann gehen wir ja nicht hin. Habt ihr Glück. So, Barrett, mein Freund. Bleib bei Tifa. Ich komme hier alleine klar. Ja, ist aber anders aus. Ja, ich bin nur wegen der Materia hier. Ich habe nichts gehört und will auch gar nichts hören. Ja, Shiva. Shiva. Hey. Hey. Shiva, hörst du mich? Knabbert hier in meinem Karton rum. So, die war alles in Ordnung. Noch einer? Außer planmäßiger ID-Scan. Ich glaube, wir sind aufgeflogen. Unbestätigte IDs entdeckt. Alarmzustand ausgelöst. Zu ihrer eigenen Sicherheit beginnen wir nun mit einer Personenkontrolle im ganzen Zug. Nein! Was los? Mir nach! Alles klar! Durchs Fenster! Hilf den Leuten hier, Cloud! Verstanden. Ja, super, geil. So, dann schauen wir mal. Ich muss mal kurz Shiva rausjagen. Kleinen Moment. So, ich find's ja toll, dass sie meine Kartons mag, aber die brauche ich. So. Na toll, jetzt habe ich Schaden bekommen. Danke, Shiva. Ich wollte Fähigkeiten Analyse starten. So, wirksames Blitz. Also werden wir gleich mal Blitz einsetzen. Falls sie nicht vorher schon sterben. Na gut. Kann ich schon? Ja. Komm, machen wir mal Blitz hier. Zack. Mal gucken, ob ich mir das merken kann, Blitz. Wobei, wahrscheinlich gegen Maschinen ist Blitz immer wirksam. Oh, ich seh, da läuft ein Timer. Das ist ungünstig. Oh, da ist ja noch mehr. Weißt du was, dann kriegt ihr auch noch mal ein bisschen... Das war Eis. Blitz ab. So. Kriegst auch noch mal einen Blitz ab. Zack. Oh, Analyse ist schon was Feines. Ja, was machen wir jetzt? Hier? Ah, ich sehe schon. Oh, noch mehr. Ich finde es ja schön, wie sie den ganzen Zug erstmal zerstören. Was soll das werden? Im nächsten Abteil sind sie sicher. Aber wir sind doch Feinde. Oder einfach nicht? Sind wir nicht. Wir möchten sie alle beschützen. Bitte.
Ich sehe nach den anderen. Wir schaffen das. Das nimmt kein Ende. Isolierung der wichtigen Personen abgeschlossen. Eliminierungsmaßnahmen. Ja, aber mit den kleinen Dingern, da schafft ihr doch nichts. Wirklich kein Ende. Bleibt nur eins. Am Bahnhof werden wir erwartet. Wir springen. Bei voller Fahrt? Wir ziehen die Notbremse. Auf jeden Fix Plan E. Also dann, ich gehe zuerst. Auf die Plätze, fertig. Und los! Man könnte auch warten, bis der Zug langsamer geworden ist, oder? Ah, mit den bloßen Händen. Bist du okay? Ja. Tifa, bereit? Na klar. So, ihr kleinen Mini-Dinger, jetzt habe ich auch ein bisschen Platz zum Laufen. Ich sollte auch irgendwie ankommen. So, falsche Taste. Wie war das nochmal gleich? Angreifen. Ah, das war verteidigen, alles klar. Ich glaube, das brauche ich auch gerade. Okay, dann wollen wir mal mit ein bisschen Blitz antworten. Zack! Und dann direkt das nächste Blitzviech. Zack! Oh! Ey, ey, ey! Ja komm, trainieren wir. Ach nee, ich muss ja auf meine Magie achten, auf meinen Mana. Ich setze das immer einfach so ein, weißt du? Und denke mir, ja, hoho, das wird schon nichts passieren. Das ist bestimmt Barret. Ich muss ein bisschen auf meinen Mana aufpassen. Ich weiß nicht, wie sich das auflädt. Ist das pro Kampf, dass ich eine gewisse Menge Mana habe oder muss ich die auch aufladen? MP 17, nee, ja. Ich muss, glaube ich, durch Ausruhen und Items aufladen. Ja, da muss ich ein bisschen aufpassen. Übrigens, dass du gerade mit mir gesprochen hast. Kein Problem. Ja, bitteschön, bitteschön. Lass, ich bin doch kein Sack Kartoffeln. Nein, aber ein Sack Reis, würde ich sagen. Das war immer super treff, nice. Also ich würde sagen, da kommt ja ein Zug. Wir sollten uns mal ein bisschen vorbereiten. Und zwar mit Gegenständen. Heiltränke. Kann ich. Ich kann sie nicht außerhalb des Kampfes nutzen? Ernsthaft? Wieso? Ich verstehe es nicht. Ja, das ist ein bisschen kacke irgendwie. Ah, doch, hier. Heiltrank. Ich habe so viele von diesen kleinen Heiltränken, aber im Kampf nützen sie mir gar nichts. So, Heil-TP und MP vollständig. Ja gut, das brauche ich nicht. Heil 20 MP. Wieso habe ich jetzt 21 MP statt 17? Ominös, aber gut, dann machen wir nichts. Das muss ich mal im Auge behalten mit den MP. Ach, weil ich die Kisten zerstört habe. Verstehe. Oh, oh. Köstlich, köstlich. Dem Tod einfach mal so von der Schippe zu springen. Sir. Wirklich lästiges Ungeziefer. Und der dritte ist auch noch am Leben? Ist umstellt. Gewährt den dreien ein Wiedersehen. Sir, zu Befehl! Der freut sich aber. Helix-Tunnel, Abschnitt C.
So, der Öl muss ja ungefähr so ein paar hundert Meter von uns weg sein, oder? Aber wir sollten auch auf den Zug aufpassen. Wir haben die Leute mit den falschen IDs. Bitte Verstärkung. So, ich würde sagen, die Drohne machen wir mal ganz kurz mit Magie fertig. Stromschlag. Weil die sind ja hier gar kein Problem. Genug. Ne? Ja, da schießt jemand. Da schießt jemand. Aha. Wir haben doch so hübsche Fähigkeiten wie den Schwertsturm, ne? Das ist doch was ganz Feines. Zack, zack, zack. Kostet ja eigentlich auch MP. Muss ich mal gucken. Gar nicht mal schlecht, Tifa. Wahrscheinlich nicht. Wir haben ja jetzt 18 MP, ne? Was so viel heißt, dass unser Blitz 3 MP gekostet hat. Die war natürlich auch noch ohne Ende MP. Ich sollte auf jeden Fall noch meine Begleitung irgendwie mit einbeziehen in den Kampf. Nicht nur, dass ich alleine für mich kämpfe. Ja, hier war nix. Gut, das heißt, diese Kisten, die wir zwischendurch finden und aufbrechen, die haben tatsächlich ihren Sinn, weil sich da ein bisschen MP versteckt. Ist das Materia? Nein, schade. Ja, der kommt klar. Diese? Ja. Ich meine, der hat ein verdammtes MG auf der Hand. Ganz ehrlich, der kommt klar. Oh, hier ist nichts, schade. Gott, die Kamera dreht gerade voll durch. Ey, Kamera, spiel mit, Mann. Na gut, passen wir ein bisschen auf unsere MP auf. Na, oh, gerade noch abgewehrt. Okay, pass auf. Wir machen jetzt Folgendes. Okay, die anderen haben keine MP frei gerade. Aber die anderen sollten auch irgendwie Blitz einsetzen und so ein Kram. Alter, jetzt. Lauf doch nicht weg. Ah, endlich. Alter. Wer macht da so einen Stress? Oh, Stufe angestiegen. Ich muss sagen, die Offensivhaltung ist auch gar nicht mal so schlecht für diese Roboter, ne? Au, au, au. Nur ich habe halt kein Abwehren. Deswegen... Deswegen liebe ich dich, Barrett. So, jetzt geht's mir auch ein bisschen besser. Weißt du was, sonst zur Not. Ich glaube, einen kann ich noch, ne? 350 Halter, ja, den kann ich noch. Nun denn, irgendwer hat ein Level-Up abbekommen. Wir sollten mal ganz kurz hier reingucken in die Waffenmodifikation. Denn Barrett haben wir noch gar nicht gemacht, ne? Nee. So, die Eisenklinge. So. Eisenklingen, Subkern, Eisenklingenkern. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie auf Magie gehen, ne? Konterschaden in Offensivhaltung. Die habe ich noch nicht gemacht, ne? Freigeschaltet, freigeschaltet. Abwehr. Ich glaube, es kann nicht schaden, wenn wir da auf jeden Fall einen Punkt reinsetzen. Aber jetzt Konterschaden, bezweifle ich, dass ich das brauche. So, physische Attacke, magische Attacke. Bei hohen TP magische Attacke plus 5. Bei hohen TP physische Abwehr plus 5. Wir werden hier nochmal drauf gehen. So, zeitgleich müssen wir aber noch unser Panzerschwert weitermachen. Ne? Weil wir werden höchstwahrscheinlich früher oder später wieder zu dem wechseln.
Magische Attacke. Magische Attacke brauchen wir für den jetzt weniger. Schaden von Schwertwirbel erhöht. Während der Offensivhandlung. Ja, die mache ich ehrlich gesagt ungern, weil ich da keine Verteidigung drin habe. Erhöht die magische Attacke, physische Abwehr, magische Abwehr. Oh, gut, gehen wir hierauf. Und dann schauen wir noch mal kurz bei Barrett rein. Mit seinen 25 Punkten muss da was gemacht werden. Sein Gatling-Gewehr. So. Oh, du hast aber richtig schlechte Werte. Materia-Slot hinzufügen. Magische Attacke. TP-Maximum. Weißt du was? Erstmal Materia-Slot. Das klingt erstmal ganz gut. Dann packen wir da gleich was rein. Dann auf jeden Fall ein bisschen TP. Und physische Attacke, dass du mir irgendwie ein bisschen beistehen kannst. Was ist der andere Punkt, den wir hier noch haben? Magische Attacke. Aber ich weiß nicht, ob du das so nötig hast. Weil ehrlich gesagt setze ich eure Fähigkeiten nie wirklich ein. Physische Abwehr, magische Abwehr, TP Maximum, zusätzlich noch ein Materia-Slot. Nee, da gehen wir doch erstmal darauf. Wobei, wir können uns zwei leisten, ne? Das heißt, wir holen uns noch ein Materia-Slot. Ja, ganz klar. So, zack. So, und dann würde ich sagen, Ausrüstung. Barrett. Blitz hast du drin, ja? Wir könnten eigentlich auch so eine Art Heiler gebrauchen, aber seine Magie ist halt nicht wirklich gut, ne? Seine Magie beträgt 65. Ich glaube, er braucht Willenskraft, um mich zu heilen, ne? Na gut. Dann geben wir dir mal einen TP-Boost, dass du ein bisschen tanken kannst vielleicht. Und ja, Glücksboost. Steht ja, erhöht den maximalen Glückswert. Mit mehreren Materien kombinierbar. Maximal Glück 100%. Ja, also es hat sich gelevelt, also die Lilanen scheinen eher so eine Art Passiven zu sein. Ne? Während die hier eher Fähigkeiten sind und die hier eher Magie. Ja, machen wir Barriere mit rein hier. Ja, wir haben wieder viel gelernt, würde ich sagen. Und damit verabschiede ich mich von dieser Folge von euch. Wir treffen uns morgen mit Barrett zusammen und dann werden wir uns langsam Richtung Sektor 5 kämpfen. Da ist auch eine Karte, die gucken wir uns dann an. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Haut rein, euer Seo. Tschüss.